natürlich sind es gleich drei und noch ein Blip hinterher. Komm. Okay, wir dürften inzwischen bei 50 rum sein. Du, schieß. Komm schon. Nee. Und 6 CP. Sauber. 56. Boah, töten. Du hast daneben geschossen mit einer riesigen 1-2-1. Das hätte in die Augen gehen können, ne? 1-1-1 und bumm. 1-1-3. Irgendwas ist da komisch. So, du musst dahin gehen, nicht nach da drehen. Dein Overwatch. Overwatch. Du gehst hier in Overwatch. Auch wenn das ganz schön haarig werden könnte, denn der hier geht ein vor, zwei vor, ein schräg. Dann kann er schon nicht mehr schießen. Also holding position. Hilft nix. Du solltest mal in Guard-Modus gehen, falls sie darum abbiegen. Du bist noch da. Du hast kein Ziel. Du auch nicht. Karte? Habt ihr auch wirklich kein Ziel? Moving ahead. Was? Warum machst du irgendwas? Nein, nein, nein. Zurück. Du sollst da stehen bleiben, einfach so. The Emperor is my shield. So, du öffnest bitte mal die Tür hinter dir. Einfach nur, dass sie für Notfall offen ist, falls er sie zurückziehen muss oder so. So. Und drehst dich. Und da wir so viele Command-Punkte haben, drehst du dich nochmal. Gehst aber nicht in Overwatch. Enter. Hier ist wie gesagt haarig. Mit einem Grund, warum ich so viele CP auch übrig behalten habe. Oh, okay. Ah, schon haben wir noch 4. Der eine schießt ganz komisch in die Richtung, obwohl er gar nichts ist. 3. Clear to fire. So. Weapon malfunction. 2. Resuming fire. Definitiv eine sehr gute Entscheidung. Oh, 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 oh. Und nächste Runde werden wir auch sehr viel übrig behalten müssen. Will ich nicht irgendwie abkühlen lassen? Das ist mir echt mulmig dabei. 1 CP. Nö. So, und du? Schieß mal auf den. Kein Sound. So, Overwatch. Scanning for enemy movement. Overwatch. My aim is true. Hier unten kommt zwar nichts, aber... Hier auch mal eine Overwatch. Du, Gartenlos. Du. Du. Overwatch. Du. Gartenlos. Damit sind wir eigentlich schon durch. Wir warten jetzt echt nur noch ab. Und haben 5 CP für die ganze Horde hier, die von ihm umgebracht werden kann. Contact. 3, 5, 6 Stück. Boah. Also wir haben 5 CB. Die kommen gar nicht alle ran. Das passt auf jeden Fall. Absoluter Overkill an Sicherheit, aber nach den Toten, die wir bisher hatten, ist es auch notwendig. Sonst packen wir die Mission nicht. Ja, die 3 hängen da ab. Oh, er kriegt mir wieder was zu tun. Okay.
Na, 2 CP, da würfel ich doch mal 9 und krieg 4. Du schießt zweimal auf den. Ich sollte es echt lassen. Einfach so schießen bringt fast gar nichts. So, so. Du schießt auf den Blip gleich. Du gehst in Defend Mode, obwohl du gar nicht wirklich brauchst. Hier ist nichts. Du könntest eigentlich noch einen Schritt nach hinten gehen, richtig? Ich glaub schon. Ja. Weil die ja hier rum abbiegen könnten. Aber ja, das war's schon wieder. Wir gucken eigentlich nur zu, wie die Jeans hier unsere Kanonen laufen. Bis wir irgendwann zu viel Ladehemmung haben oder die Assault Cannon explodiert. Oder die Jeans-Stealer mal alle von unten kommen und den Hammer-Terminator überrennen. Das sind so Sicherheitslücken. Ja, da kommt niemand durch. Zack. Enemy sighted. Unten ist kein Problem. Daka, 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 daka. Ah, jetzt müssten wir. Oh, Ladehemmung. Okay. Jetzt müssten wir unter 50 Kills sein. Ich schätze mal 48. Genau, schön rechts lang gehen, da kannst du erschossen werden. Da könnte es für uns problematisch werden. Also 48? Fragezeichen. 43. Hey. Und einmal neu. Jau. Sehr schön. Du geh mal einen Schritt zurück. Und schieß nochmal. Und nochmal. Absolut sinnlos. Okay. Overwatch. Du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich denke nicht, dass sie nach da abbiegen. Trotzdem zieh dich mal zurück, falls so ein Fall genau nochmal eintreten sollte. Warum drehst du dich jetzt? Solltest du nicht, du sollst einfach nur rückwärts gehen. Genau. Du hast einen 7 Schuss. Da kommt nichts, okay. Da kommt was, aber ich werde jetzt nicht drauf schießen. Weil mir das zu albern ist. Du gehst auch in Overwatch. Du musst nicht in Guard, du bist in Overwatch. 4 CP sind mehr als genug und er langweilt sich da hinten. Gut. 3 CP noch. Oh. Die hatte ich gar nicht auf dem Plan gehabt. 2. 1. 0. Okay. Keine Ladehemmung, bitte. Oh, kommen auch noch welche. Aber die greifen noch nicht an. Sehr gut. Oh. 1 CP. Du, Overwatch. Du. Ich hätte gerne eine Option. Alle Overwatch oder Guard-Modus, je nachdem, was für eine Waffen sie haben. Jetzt könnte ich den drücken und gleich Endturn machen. So. So. Nein, das solltest du nicht. Du solltest eigentlich das machen. Sicher, 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 sicher. Fertig, ne? Jo. No mercy. Wobei mir gerade einfällt, hätten wir ganz am Anfang die Trupps weiter nach unten geschickt, hätten wir doch die Eingänge blockieren können, oder? Also gerade so mit Terminatoren, die ich nicht unbedingt mag, wie den Flammenwerfer. Den hätten wir einfach in die Ecke gestellt, wo ein Entrance wäre. Das müsste ich mal irgendwann testen.
Also bei der einen Mission ging's. Da stand es allerdings auch in der Missionsbeschreibung, dass wir den Zugang eben blockieren sollten und dergleichen. Oder so und so viele zerstören. Dann zwei würfel ich mal neu. Drei. Das ist nicht schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, probier einfach mal drauf zu schießen. Bitte, 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 bitte. Das sah gerade so aus, wenn da irgendwas mit der Maschine, mit dem Quer passiert. Ja, das tun sie wohl. Hoffentlich noch sehr lange. Overwatch. Hier ist nichts. Also machst du einfach die übersichtshalber Guard. Overwatch. Holding position. So, da ist nur einer, das ist okay. Wir sind bei 34. Da könnte jetzt was spawnen und hier langlaufen, aber kommt nicht zu ihm. Den. So. Taktische Karte sagt. Ein Blip und ein Gegner auf der Karte. Ja. Entern. 3 CP. Drei Stück. Wir müssen bei ihm auf die Munition achten. Weil ich glaube, das Nachladen kostet doch ziemlich viele AP. Das heißt, er kann nicht in derselben Runde nachladen und in Overwatch gehen. Oh. Nicht gekillt? Und von links kommen auch welche. Sogar zwei. Das ist jetzt gar nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Wir brauchen sehr viele CP, um das dann mit der Soul Cannon in den Griff zu bekommen. Komm, 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 komm. Vier. Da würfel ich nicht neu. Nee, 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 nee. Wie viel Schuss hast du noch? Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf tot. Okay, du musst sterben. So. Eins. Also vom Team aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das geht. Du guck nach da. Was? Zwei Schuss. Aha, hast einen Schuss. Komm, 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 komm. Ja. Cleanse the monstrosity. So, nachladen 4 AP. Das ist übel. Oh ja, der wird jetzt hier ranlaufen. Dann muss er nächste Runde nachladen und wir müssen 2 CP über haben, um ihn einmal zu drehen und einmal zu schießen. Entweder das oder er macht jetzt einen Schritt vor. Obwohl, warte mal. Du machst keinen Schritt vor, du machst einen Schräg nach Schräg da, dass noch ein Feld mehr zwischen den beiden ist. Und da gerade nichts von unten kommt, gehst du mal dahin. Und dann. Das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Dann gehst du rein vor. Was haben wir an Gegnern? Da oben kommt was, aber das kommt nicht schnell genug ran. Also bräuchten wir keine Punkte für Ladehemmung. Und sonst haben wir nichts auf der Karte. Nö, dann schicke ich jetzt den Hammer-Terminator extra so, dass der Genestealer rankommt, damit er hier im Guard-Modus nochmal draufhauen kann. Weil wenn wir ihn jetzt hier hinschicken und der Genestealer kommt nicht ran, dann müsste er nächste Runde aktiv angreifen, während er hier nachlädt. Und aktiv angreifen heißt eigentlich tot. Weil er nicht nochmal würfeln darf. So. Also 1, 2, 3, 4, 5. Angreifen, tot. Ist der Plan. Du. Overwatch. Du. Overwatch. Du. Overwatch. Und Clown-Typ. Ja. So. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal abspeichern. Das kann ich doch zwischendurch. Ja, speichern. Du hast keine Speicherstände. Jo, neu. So, also abgespeichert ist.
Jetzt gibt es einen kleinen Cut und in der nächsten Folge machen wir genau hier weiter und töten die restlichen 29. Wobei ich da doch inzwischen ziemlich zuversichtlich bin. Also diese drei Tode waren ziemlich übel, aber wir haben uns einigermaßen erholt, haben eine Festung konsolidiert, oder wie man das nennen mag. Also hier eine gute Position und das müsste eigentlich hinhauen. Selbst mit dem Hammer-Terminator und dem Soul-Cannon-Terminator, der jeden Moment explodieren kann. Schöne Kombo übrigens. Zwei unzuverlässliche Charaktere hier auf dem Haufen. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder.